Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen von GTR.de und im heutigen Video möchte ich mit dir hier eine Weihnachtsgrußkarte basteln, vollkommen aus Stockfotos erstellt, denn ich habe kein eigenes Weihnachtsdekorationsmaterial, wo ich hätte jetzt fotografieren können oder wo ich fotografiert habe. Damit ich aber trotzdem eine Weihnachtsgrußkarte in meine Community raushauen kann, bastel ich mir jetzt hier eine über Stockfotos. Stockfotos haben so die Problematik, dass die eben nicht immer unbedingt wirklich günstig zu haben sind, es sei denn, wir beschränken uns hier auf kostenfreie Inhalte. Dazu habe ich jetzt hier eine Webseite namens Pexels.com. Mit den Stockfotos von Pexels arbeite ich schon sehr, sehr lange, habe ich schon einige Videos damit produziert und der Vorteil daran, die sind vollständig kostenfrei, man kann sie gewerblich sowie als auch privat nutzen, veröffentlichen und verändern. Du erhältst zu jedem Stockfoto noch eine Lizenz, was du damit machen darfst, zu 99%, beziehungsweise ich habe bis jetzt her immer nur die Lizenz gesehen, kostenfrei, private, gewerbliche Nutzung, veröffentlichen und verändern. Du kannst es hier einfach auf die Webseite pexels.com surfen und dir die Bilder hier raussuchen, hier über das Suchfeld eben nach bestimmten Kriterien suchen. Oder, was ich viel, viel cooler finde, ich möchte das Ganze ähnlich wie Adobe Stock in Photoshop integrieren. Dazu benötigst du einen Benutzeraccount, der ist für dieses Vorhaben zwingend. Ich bin jetzt hier schon angemeldet und gehe jetzt hier einfach auf Apps and PS Plugin. Ich bekomme jetzt hier eine Webseite angeboten mit unterschiedlichen Applikationen, mit unterschiedlichen Apps. Einmal für iOS oder für Android, einmal für die Chrome Extension, Photoshop Plugin, Mac und Windows App, MS Office Add-in und ein WordPress Plugin. Mich interessiert es hier nur dieses Plugin und zwar dieses für Photoshop, denn ich möchte die Pexel Stock Fotos direkt in Photoshop mir anzeigen lassen und von da aus direkt reinladen können, ohne großartig den Umweg gehen zu müssen, die jetzt hier auf der Webseite zu suchen und das Ganze mir herunterzuladen und dann in Photoshop zu importieren. Ich klicke jetzt hier auf Learn More und bekomme jetzt hier unten noch ein Video, da wird dir nochmal genauer erklärt, wie das Ganze funktioniert. Überspringen wir jetzt hier in dem Fall, dann ist es nicht wirklich schwierig, das zu verstehen, wie man das Ganze integriert. Man geht hier einfach auf Re-Download, wählt es hier nochmal aus, für welche Plattform du das benötigst, entweder für Mac oder für Windows. Ich brauche es für Windows, gehe hier auf Download und speichere das Ganze hier in meinem Download-Ordner ab. Ich habe mir das Ganze hier schon im Vorfeld gespeichert. Würde jetzt hier auf Speichern drücken. Ich gehe jetzt hier auf Abbrechen. Und dann kann ich jetzt hier den Ordner öffnen. Ich habe den Ordner jetzt hier geöffnet in meinem Download-Verzeichnis und gehe jetzt hier auf die Pexel Photoshop Setup-Exe. Das Ganze wird entpackt und ich bekomme auch nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ich danach zu tun habe. Soll das Photoshop nochmal neu laden und dann siehst du auch die Pexels Erweiterung. Ich gehe jetzt hier in Photoshop und gehe jetzt hier oben auf Fenster, Erweiterungen und hier auf Pexels. Nachdem ich mich jetzt hier in Pexels angemeldet habe, du bekommst beim ersten Starten noch ein Anmeldefenster, wo du deine E-Mail-Adresse und dein Passwort zu deinem Pexels-Account eingeben musst. Und dann kannst du hier schon ganz normal nach die Sachen suchen. Ich suche jetzt hier mal nach Weihnachten. Und jetzt finde ich alle Stockfotos in Pexels über Weihnachten und kann mir jetzt hier das ein oder andere herunterladen. Und ich werde es ganz mal mit dem Schneemann hier mal durchführen. Ich klicke doppelt drauf und dann habe ich das jetzt hier in Photoshop integriert. Diese Kugel soll später jetzt hier dranhängen. Vielleicht werde ich auch zwei oder drei reinhängen. Mal gucken. Das Problem mit der Kugel ist jetzt einfach aber nur der Hintergrund passt jetzt da so überhaupt nicht. Und auch der Tannenzweig da oben, der gefällt mir nicht. Ich brauche für die Kugel dann später nochmal irgendwie eine Aufhängung, denn die werde ich mir nicht mit ausschneiden. Ich schneide das Ganze jetzt hier einfach aus, indem ich mir jetzt hier auf das Pfadwerkzeug gehe und es hier mit meinem Stifttablett einfach mal ein bisschen näher reinzoome in das Ganze, damit ich auch sehe, was ich tue. Und ich setze jetzt hier einfach oben an und gehe jetzt hier hin. Ich setze den Stift nicht vom Tablet ab und ziehe mir den so weit, bis mir die Kurve gefällt. Gehe jetzt hier mit Alt und auf den Ankerpunkt und werde mir jetzt hier einen weiteren Punkt setzen und das Ganze gleichermaßen wieder aufziehen. Und das Ganze habe ich jetzt hier schon vorbereitet, brauche ich jetzt hier nicht weitermachen. Ich werde den Pfad einfach anwenden. So. Und zoome mal wieder aus dem Bild raus. So.
Wechsel jetzt hier auf die Ebenen zurück, klick hier in die Auswahl hinein und werde jetzt hier eine Auswahl erstellen. Ich lasse alle Werte so, wie sie voreingestellt sind, bestätige das Ganze mit OK, habe jetzt hier meine Auswahl um die Kugel und gehe jetzt hier auf das Maskensymbol und das Ganze ist jetzt für mich perfekt ausgeschnitten. Als nächstes wechsle ich hier oben auf das Verschieben-Werkzeug und ziehe mir jetzt einfach den guten Kollegen hier ins neue Bild rein. Lass es los, positioniere mir das Ganze so ein bisschen, so wie es mir am besten gefällt, vielleicht so, zoom ein bisschen raus und werde auch die Größe so ein bisschen anpassen, so, bestätige das Ganze mit OK, dupliziere mir mit STRG und J die Ebene und werde die Ebene noch ein bisschen verschieben, so hin. Die möchte ich ja wo unten drunter haben. So. Mach die auch noch ein bisschen kleiner. So vielleicht. Und positioniere mir die noch so ein bisschen. Ich denke, so gefällt es mir. Dann mit zwei Kugeln schon ganz gut. Wir haben jetzt hier das Licht von links ziemlich stark. Die Kugeln sind so ziemlich frontal belichtet. Da müssen wir jetzt hier noch so ein bisschen einen Schatten einbauen. Mache ich jetzt direkt. Und diese Gradationskurve werde ich mir einmal duplizieren. Und oben auf die obere Ebene auch anwenden und ganz nach oben ziehen. So, die soll sich ebenfalls auf diese Kugel auswirken. Dann möchte ich jetzt hier mit der Einstellung von der Gradationskurve das Ganze invertieren mit STRG und I. Und das gleiche mache ich jetzt hier auch mit STRG und I. Und dann gehe ich jetzt hier auf mein Pinselwerkzeug, gehe auf eine weiße Vordergrundfarbe, zoome mal ein bisschen in das Foto rein, sodass die Kugeln sehr gut zu erkennen sind. So. Mach meinen Pinsel ein bisschen größer und vor allen Dingen weicher und werde mir jetzt hier so ein klein wenig die Schatten zurückzeichnen. So. Ich denke, das ist schon okay, das ist schon ausreichend. Vielleicht jetzt hier unten noch ein bisschen hier so an der Kante, wobei wir sind da schon. Und dann machen wir vielleicht auch noch hier so ein bisschen. Ja, ich denke, aber das ist so schon ganz okay. Okay. So, die beiden Kugeln, die benötigen jetzt noch eine Aufhängung. Die hängen ja jetzt so einfach in der Luft da, ohne dass sie an irgendetwas dranhängen. Das ist nicht ganz möglich. Von daher werde ich jetzt hier auf die untere Ebene klicken, inklusive der Kurven, und werde über den Kurven mir eine neue leere Ebene anlegen. Wobei ich kann die mir auch komplett hier ganz oben anlegen. Genau hier oben drüber. Hier lege ich Ebene 2 an und ich werde mir jetzt hier eine Aufhängung faken, und zwar werde ich mal in das Foto reinzoomen. Ich werde mir jetzt hier von diesem Schleifenband etwas stempeln, etwas aufnehmen, ungefähr der Teil, und ich werde den jetzt hier so ansetzen mit gedrückter Shift-Taste und das Ganze nach oben hinwegziehen. Das gleiche mache ich jetzt hier auch, nur etwas kleiner, weil die ist etwas weiter weg. Die hintere Kugel ungefähr so. Und auch hier mit gedrückter Shift-Taste werde ich jetzt hier das Ganze so ein bisschen nach oben ziehen. Somit hängen die beiden an gefakten Aufhängungen. Das Ganze werden wir hinterher noch ein bisschen absoften mit einer Vignette, sodass es nicht mehr ganz so stark auffällt. Und als nächstes werde ich mir jetzt hier komplett alle Ebenen mit den Kugeln zu einer Ebene reduzieren. Also recht klicke ich die rechte Maustaste und gehe hier auf eine Ebene reduzieren. So sind die jetzt hier vorhanden. Jetzt kann ich die Kugeln aber halt nicht mehr verschieben. Das muss ja im Klaren sein. Gehe jetzt hier auf die Korrekturen, gehe jetzt hier auf die Farbbalance und versuche jetzt hier so einigermaßen die Lichtstimmung der Kugeln nachzuempfinden, wie die im Foto vorherrscht. Dazu gehe ich jetzt hier mal ein bisschen mehr ins Türkisene und ein bisschen mehr ins Bläuliche. Und ich denke, jetzt haben wir schon eine ziemlich gute Lichtstimmung fabriziert. Des Weiteren muss ich die beiden Kugeln so ein bisschen von der Schärfe ein bisschen absoften. Dazu gehe ich jetzt hier auf die Filter und hier auf die Weichzeichnungsfilter. Und dort werde ich jetzt hier den Gaußschen Weichzeichner mit ungefähr 4 Pixeln, naja, vielleicht sind auch 3 ganz okay, auf die Kugeln anwenden. So sind die noch ein bisschen mehr in das Bild reingematcht.
Als nächstes klicke ich hier oben auf die obere Ebene und werde mir jetzt hier eine Textebene reinholen und ich werde ungefähr hier die Textebene anlegen und werde jetzt hier mit meiner Schriftart Kingfings Christmas 2, die man übrigens kostenlos herunterladen kann, hier einen Text eingeben und zwar Frohe Weihnachten. Natürlich viel zu klein, aber ich weiß auch gar nicht, was ich geschrieben habe. Das ist bestimmt voller Tippfehler. Ich tippe das nochmals. Frohe Weihnachten. Ich mache das Ganze mal in weiß, bestätige mit OK und werde jetzt das Ganze hier erstmal dementsprechend größer ziehen und hierhin platzieren. Noch ein bisschen größer ziehen. Das war jetzt zu groß. So ungefähr sollte eigentlich passen. Okay, sieht schon ganz gut aus. Nur die Farbe passt noch nicht so richtig, gefällt mir noch nicht so ganz gut. Ich klicke jetzt hier bei Frohe Weihnachten einmal rechts neben der, rechts daneben auf die Ebene, sodass ich in die Ebenenstile reinkomme. Ich möchte einmal einen Schlagschatten haben und eine Kontur. Dann möchte ich jetzt hier noch eine Farbüberlagerung haben. Und ich denke, das ist doch hier schon ganz gut von der Farbstimmung. So ungefähr gefällt mir das doch ziemlich gut. Wenn ich jetzt noch die Schriftart mit der Hintergrundebene wirklich so 1:1 in der Mitte platzieren möchte, markiere ich die obere, markiere ich mir die Textebene und die Hintergrundebene. Gehe jetzt hier auf mein Verschiebewerkzeug und kann jetzt hier mit diesem Symbol das wirklich in der Mitte zentrieren. Ich klicke jetzt hier auf die Textebene, werde alle Ebenen mit zu einer kompletten Pixel-Ebene zusammenfassen mit STRG, ALT, SHIFT und E. Gehe jetzt hier auf Filter, Nick Collection, Color Effects Pro 4 und werde mir als erstes den Pro Kontrast reinholen. Den stelle ich hier, den dynamischen Kontrast stelle ich auf 50. Den Kontrast korrigiere ich mit 25 und den Farbstich setze ich jetzt hier ungefähr auf 57. Ich gehe auf Hinzufügen, werde jetzt hier noch ein Skylight-Filter drauflegen. Mal gucken, wie der sich auswirkt, wenn ich den ganz stark mache. Natürlich zu stark darf ich es nicht machen, aber vielleicht so. Und dann denke ich, ist das jetzt hier schon soweit okay. Ich bestätige alles mit OK. Zum Ende möchte ich jetzt hier noch eine Vignette drauflegen. Ich gehe jetzt hier auf Filter, auf Kamera RAW Filter und wechsle hier auf FX, werde mir hier die Vignette reinziehen. So. Die Lichter möchte ich vollkommen schützen. Die weiche Kante soll auch härter, soll auch weicher sein. So. Und gehe noch ein bisschen tiefer runter. Genau. So fällt es schon gar nicht mehr so stark auf. Ich gehe jetzt hier nochmal in die Grundeinstellungen, mache es vielleicht noch ein bisschen wärmer. Und noch ein klein wenig mehr Magenta rein. So. Schwarz kann man noch ein bisschen verstärken. Vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik. Nein, Dynamik ist okay so. Auch noch ein bisschen die Struktur drauf. So. Bestätige das Ganze mit OK und die Weihnachtsgrußkarte ist fertig. Das war's heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook. Folge mir auf Instagram. Alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.